Wieso kriege ich denn zweimal hintereinander diesen den Kack, ey? Am Arsch, der bringt nur zwei Stabilität. Ja, mal kaufen. Jonas, weißt du was? Weißt du nicht, ja? Was soll ich denn genau wissen? Ja, ich habe gestern Gossip Girls Ende geguckt, die erste Staffel. Ja, das hast du gestern erzählt. Oh, hab ich da schon erzählt? Das schon wieder an, ey. Nee, gestern hab ich erzählt, dass ich hab die ja gestern erst zu Ende gesehen. Ja. Du hast mir erzählt, dass du zu Ende gesehen hast, Gossip Girls. Ja, Film. Gestern schon? Ja. Kann ich ja kaum glauben. Das M308 Gewehr. Das war das, was ich hatte. Okay, hab's noch gesehen. Tja, dann hole ich mir das wohl auch gleich mal. Also ich finde das ganz cool. Mit einem schönen Schalldämpfer und einem schönen Visier ist das meiner Ansicht nach ein kann man damit eines der besten Scharfschützengewehre machen. Ein Kopf steht lang durch. Hier ist auch noch einer. Der kommt, den mache ich jetzt sofort weg. Der andere kommt auch. Ja, also noch nicht ausschalten, noch nicht ausschalten. Nö, doch, könnt ihr machen. Ich mach den hier hinten. Okay. Geht voll klar. Am Arsch. Ihr müsst kommen, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen. Jetzt. What the fuck? Als hätte ich niedergeschlagen. Festgenommen. Was hast du mal gut? Könnt ihr mir mal helfen? Der hat dich gefesselt? Ja. Ey, instant, weißt du? Boah, voll am Arsch. Weißt du, wegen sowas ist das Spiel manchmal einfach nur ein Dreckspiel. Ja, weil man einfach nicht damit rechnet. Und auf einmal so, oh mein Gott, komm schnell hierher. So, wo sind die Skulldozer hier? Ich füge euch alle weg, ich füge euch alle weg. Ich füge euch alle weg hier. Ups, du bist getötet. Ich sollte im echten Leben keine Banken überfallen. Dabei würden Zivilisten sterben. Ups, das war ein Zivilist, das habe ich nicht gesehen. Ich habe heute gelernt, dass es sich voll lohnen würde, unsere Mineraliensammlung zu überfallen. Okay. Ja. Wieso? Wie viel liegt denn da drin so in Geld? Also bei einer jetzt Million kommt's. Bei einer Million bist du mindestens. Eher mehr. Was? Ja. Voll geil. Weil wir einfach Minerale haben, ja. Die liegen da so und dann kommt so, ja. Also für den Preis kriegen sie auch Mercedes S-Klasse ohne Probleme. Und du denkst, okay. Und dann haben wir ungefähr, keine Ahnung, 10, 20 Meteoriten und ein Meteorit, ein kleiner, kostet schon 30, 40.000. Und wenn die einfach mal so groß sind wie zwei Fäuste. Naja, gut. Aber wir haben noch eine Sache gelernt und zwar. Die kaufst du neu? Ja. Ja, die Freiberger haben die größte in Deutschland. Von Frau Freiberger? Die Mineraliensammlung in Freiberg ist die größte in Deutschland. Weil die haben die geschenkt bekommen von Frau Weller, also hier Haarspray. Okay. Als deren Mann gestorben ist, haben die
hat sie das der Uni vermacht und die haben dann erstmal ein Schloss da drum, noch dafür gebaut und alles auf 5 Etagen verteilt und... What the fuck? Vlad really doesn't like this Dimitri guy. One of these old country feuds. Das, okay. Und bei uns ist das die zweitgrößte oder? Ja, die zweitgrößte in Deutschland. Halt auch schön mit Gold und Platin-Nuggets und Diamanten und Smaragden und Rubinen. Da ist einer. Ich glaube, den können wir relativ schnell wegmachen, muss. Ja, wenn du den ein bisschen weiter wegknallt, dann geht das. So, hier hinten ist wieder mein nackiger Freund. Ach Gott, mein Freund. Dann mache ich den auch mal. Die drin habe ich vielleicht gesehen, ne? Nein, habe ich nicht. So, diesmal habe ich ihm Fesseln angelegt. Jetzt hat er es gesehen! Du hast schon einen, ne? Yep. Der hält aber nur 20 Sekunden. Kriegen wir eh nicht hin, weil die Kamera es macht. Aber nice! Nochmal. Bis gleich. Aber ja. Man kann die halt auch künstlich herstellen, da kostet die halt nur so 5 Euro. Links ist zu. RW, jetzt ist rechts auch zu. Der Hotdog-Stand ist nicht mehr da. Ja, voll krass dran vorbeigelaufen hier. Ne, rechts ist offen. Wir holen nur die Tierrunners. Na, mal schauen. Wenn wir sowieso Stealthy machen. Ist da hinten einer? Ja. Oh, Alter, ne? Diese Fotze! Diese Fotze! Das ist ja wohl ein Scherz. Oh Mann! Ja, das machst du doch mit Absicht. Ja, ich will das unbedingt nochmal spielen. Wir können auch was anderes spielen. Das ist nicht das Problem. Kann da einer noch ein ECM legen, bitte? Ja, ist klar. Ja, dann machen wir nochmal einen Anlauf. Oh Gott, ey. Habt ihr das gesehen mit dem Seebären und dem Pinguin, mit dem Kaiserpinguin? Nee. Hast du es mit den asozialen Mädchengang gesehen? Ja. Alter! Aber ich glaube nicht, dass die einen Seebär sind, der einen Kaiserpinguin vergewaltigt. Alter. Was ist wirklich passiert? Dazu gibt's ein Video. Hier hinten sind zwei. Ja, die machen jetzt ja einfach vom Fenster weg. Ah, einer ist schon weg. Ja, dann können wir die jetzt eigentlich hier hinten ganz in Ruhe machen, ne? Eigentlich ja. Der eine kommt jetzt zu euch. Ja, das ist kein Problem. Kommt jetzt auch zu euch, aber nicht. Geht raus. Pager. Mach ich. Sicher du nach hinten. Hier kommt ja, einer. Ich seh. Der andere wird euch sehen dann, ne? Ne, alles gut. Let's go, guys. Ich hab noch nie gehört, dass er so dämlich den Pager beantwortet hat. So, was jetzt mit dem letzten hier? Ja, willst du nicht rüber schon mal gehen? Und weil ich kann die nicht machen, weil den können wir wahrscheinlich nicht machen, wenn die drüben sind im Raum und andersrum. Wenn du weißt, was ich meine. Nein, ich habe keine Ahnung. Naja, der sieht doch, was hier im Raum passiert und die sehen andersrum, was da im Raum. Ach so. Was draußen passiert. Ja, dann. Ich glaube, der guckt nicht ins Fenster rein, aber. Ich setze eine ECM und wenn der sitzt, läuft einer von euch rüber und. Brauchst kein ECM setzen. Ja. Dann. 3, 2, 1. Hier ist auch nur einer. Ja, genau, den anderen hatten wir jetzt. Ne, ich meine den. Zivi.
Hab den Fenster aufgemacht, komm rein. Dankeschön. Tja, pass doch einer von euch auf, ey. Ja, das ist cool. Ja, eigentlich, können wir reingehen, ne? Ja. Gut. ECM, ne? Und dann rein. Ich leg ein. Sind echt wenige Leute hier. Brauchen keinen töten. Wenn die sich nicht hinlegen. Ich habe keinen Kabelbinder mehr. Ich hab noch zwei. Den hier. Sit on your hands, Hero. Eigentlich brauchen wir auch. Oh, draußen, Leute. Draußen. Down. Stay still. Da hinten. Machst du den? Ich muss nachladen. Ich hab nur eine Schrotflinte, die ist auf die Entfernung nicht so gut. Ich räume den Laden aus. Kim, sicherst du draußen? Ja. Achso, ich mach schon mal die Drills an. Ja, hab ich schon. Ja, also, das ist das mal ein bisschen weil. Oh, Scheiße. Wollen sie mir das abgeknallt? Das tut mir ja jetzt leid, hier. Wie viel Zivilist ich schon abgeknallt hab. Kommst du mich jedes Mal 4000? Are you looking for the Tiara? Ja. Ah, jetzt kriegen wir 200.000 pro Schmuck, das ist gut. Ja, du musst dir überlegen, was davon überbleibt, das noch steuern und so. Ja, die bekannten Gangster steuern. Ja. Vermögen steuern, ja. Irgendwo ist das Geld dahin. Irgendwo müssen wir auch Steuern drauf zahlen. Nein, du hebst es ab und lässt es bitte zu Hause liegen. Naja, wir haben es ja im Versteck liegen. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja. Dann ist auch keine Steuern drauf. Wie lange brauchen denn die Bohrer? Ich glaube noch so 3 Minuten. Ja, 3 Minuten. Und der andere 2,5. Jetzt gehen wir auch ständig kaputt, ne? Also 2-3 Mal bestimmt. Aber so ist das halt im Real Life. Oh, ich setz auch noch ein ECM hier hin. Guck mal, eine kleine ECM-Familie. Ich finde nicht, dass ich zu meinem 19. Lebensjahr radikaler geworden bin. Angeblich werden wir zum 19., 29., 39., 49. Lebensjahr immer schlimmer. Also nicht schlimmer, sondern denken uns nochmal, oh mein Gott. Hier hinten? Da ist einer außerhalb der Map. Granaten schmeißen. Weg. Den kriegen wir nie im Leben. Ja, aber der ist auch viel zu weit weg. Wer hat den denn gedünst? Okay, Tiara finden. ECM. Wir haben keine mehr. Wir haben keine mehr. Boah. Ja, wenn die das von da hinten sehen, dann ist das egal. Dann kommst du da halt auch nicht mehr ran. Naja, das ist die Schwierigkeit, weil wir auf die Straße mussten. Wie lange brauchen die noch? 80. 2 Minuten. Ah ja, super, dann können wir das klicken, ey. Oh nein. Nein, nur wegen diesem einen scheiß Kack-Zivilisten hier. Stech dich ab. Warte, wir haben 8 Zivilisten, vielleicht, 8 Geiseln. Vielleicht können wir noch ein paar, noch ein bisschen warten, bevor die, der erste Assault kommt. Wir können die erste Welt mal töten. Ja, aber der haut ja dann schon ab. Das ist ja das Problem. Wie lange braucht ihr denn, um wiederzukommen? Ja, der ist jetzt abgehauen.
Der steckt mit seinem Kopf in der... Der steckt in der Decke bei mir. Und seine Pistole ist auch noch in seinem Kopf. Nö, bei mir nicht. Ey, Mann, die Bora! Was ist denn los bei euch? Oh, ich hasse warum, das. Warum ist keiner von euch Technik-Typ? Bei Technik-Fragen? Technik-Partner-Fragen. Na, weil man die auch nicht auf, aufsprengen kann. Kann man auch nicht, soweit ich weiß. Noch eine Minute. 30 Sekunden hier. Joker drin. Alter! Oh shit, Alter, ich bin gar nichts. Oh, da ist ein Taser. Ich bin auch down. Joker hier. Warte, ich... Ich hab irgendwie das Gefühl, der Taser... Ich muss zwei Magazine auf den verwenden. Ich hab da irgendwie das Gefühl, der Cloaker geht nicht down. Ja. Jonas, wolltest du den nicht messern? Kim zieht sich bei mir auch noch durch die Gegend. Den hättest du echt mal messern können. Halt, ich laufe. Ich bin down. Bin auch weg. Warum lebe ich wieder? Ich hab dich hochgeholt. Also wie das? Ich dachte, du warst auch down. Nö, ich war zwischenzeitlich oben. Nee. Ja, ist klar. Was los? Ey. Jonas, deine Freundin, ey. Willst du den Hallo sagen? Alter Schwede. Ey, das ist doch eine echte Schönheit. Oh, fuck. Was denn? Das hältst du gerade nicht auf, ne? Ey, die sieht aus wie der Joker. Was? Du übertreibst doch. So die hat das Make-up an den Lippen voll verschmiert. Aber nicht mal in ein und dieselbe Richtung, ey. Warte. Alter, ey, sowas trottet mir zu. Seid ihr behindert? Fickt euch, ey. Geh jetzt in meine Ecke und heul, ey. Na komm, wir wollen das hier jetzt machen, ey. Ja, habt ihr das verschissen. Wo sind die denn, ey? Das war die schönste Minute heute. Wie viele sind denn da bei dir? Einer ist hier. Ich wollte den erschießen. Ja, du warst zu langsam. Ich wollte den hinten in die Ecke reinsemmeln. Machst du den Pager? Ja. Wie ist der? War das jetzt der einzige, der außen ist? Ja. Kriegen wir es wieder nicht geschissen jetzt. Was? Jetzt yes, go! Wir haben schon wieder verkackt. Draußen sind Polizisten, Leute, die hören das doch. Kannst du dich hochschreien? Ja, nee, ich treffe gerade die ganze Zeit nur die Jungs hier. So, ich unterdrück gerade alle Notrufe, ne? Also. Kriegen wir nie im Leben hin. Guck mal, wie viele da gerade anrufen. Alle blinken bloß das Telefon. Alter. Weil ich nicht verhandle, ich bin in der Haft. Boah, ich bin voll überfordert gerade. Noch welche? Da ist noch einer. Ja, die Fächer muss man auch beantworten. Boah, fuck!